this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute auf dem Abend des 14. August 2018, das ist ein Dienstagabend, habe ich mich mit Viktor über Skype wieder eingefunden zur nächsten Lesung im bereits 6. Kapitel, die zweite Lesung des wundervollen Buches, das er ganz aus freien Stücken übersetzt, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und wir haben jetzt das 6. Kapitel, das ist irgendwas im Titel mit dem Ständestaat. Ich weiß, jetzt kriege ich das jetzt nicht auswendig auf die Reihe, wie das genau heißt, das können wir uns dann gleich anschauen. Ich will auch gar nicht groß eine Verzögerung machen oder eine große lange Einleitung machen. Es war heute bis jetzt ein wundervoller Tag, spirituell gesehen. Und diesen Tag werden wir jetzt wunderbar abschließen mit einer tollen Lesung, der zweiten Lesung im 6. Kapitel dieses Buches. Aber natürlich, bevor wir die Lesung machen, möchte ich natürlich gerne meinen Bruder und Co-Host, wie man das so schön sagt, der sich eben auch hier bemüht, die Lesung mitzumachen, Viktor begrüßen, der das Buch übersetzt hat und mit mir über Skype verbunden ist. Und so können wir zusammen diese wunderbare Arbeit im Namen des Herrn angehen. Hallo Viktor, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung. Moin moin, hallo und vielen Dank. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, war heute auch ein schöner Tag für mich, war sehr entspannt und ja, habe mich gefreut, auf jeden Fall mit dir jetzt wieder eine Lesung zu machen. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter groß was verzögern. Von mir aus können wir dann auch gerne den letzten Absatz nochmal wiederholen und soweit beginnen. Okay, den letzten Absatz wiederholen, sagst du gerade. Wir sind also in die katholische Kirche und der Ständestaat, Kapitel 6 des Buches. Der letzte Absatz, der befindet sich dann am Ende auf Seite 2. Da scrolle ich jetzt mal gerade eben hoch. Da werde ich dann aber halt keinen Kommentar mehr zu abgeben. Das haben wir ja letztes Mal bereits reichlich gemacht, haben das besprochen und dann werden wir gleich am Anfang von Seite 3 fortfahren mit der neuen Lesung. Aber um wieder nochmal reinzukommen, lesen wir hier eben nochmal den letzten Absatz. Durch das Missverständnis, dass das feudal gegliederte System eine rein wirtschaftliche Angelegenheit ist, hat die amerikanische Presse und Öffentlichkeit das wahre Ziel hinter dem Eintreten des Katholizismus ausgeblendet. Korporatismus ist in der Tat der wirtschaftliche Bestandteil des Faschismus. Aber der Korporatismus ist auch das tragende Element des Faschismus, da die Korporativen, also die Wirtschafts-, die auch gleichzeitig Feudalherren sind, was wir letztes Mal aufgrund der Bibel in Kapitel 18 festgestellt haben, der Offenbarung, ein Parlament oder einen Kongress überflüssig machen. Gerade weil der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten urteilte, dass der Kongress durch die NRA seine Befugnisse abgedankt und damit den Weg für den Faschismus geebnet habe, habe er energisch gegen ihn gestimmt. Die NRA stand für die National Recovery Association, ja? Nicht National Rifle Association, das ist was anderes. Die gesamte Ideologie des Faschismus und Nationalsozialismus in sozialen, wirtschaftlichen, bildungsbezogenen, religiösen und natürlich auch militärischen Angelegenheiten ist im feudal gegliederten System enthalten. Korporatismus, also Feudalherrschaft, ist Faschismus. Wir rufen uns dann nochmal eben in Erinnerung das Zitat von Mussolini, der sagte, der Faschismus soll treffender Korporatismus genannt werden, weil es der Zusammenschluss von Unternehmen und Staatsmacht ist. Soweit waren wir gekommen und jetzt machen wir hier weiter. Die römisch-katholischen Bischöfe haben jedoch, obwohl sie vorsichtig waren, ebenso klar Position zugunsten der nazifaschistischen Ideologie bezogen, wie die katholischen Hierarchien Italiens, Spaniens und Deutschlands das taten. Wie Hitler und Kafflin gehen sie von einem Standpunkt des positiven Christentums aus, also positiver Katholizismus, und fordern, Zitat, ein umfassendes Programm zur Wiederherstellung von Christus zu seinem wahren und richtigen Platz in der menschlichen Gesellschaft, Ende Zitat, zu, Zitat, einer Reform der Moral und eine tiefe Erneuerung des christlichen Geistes, der sozialen Rekonstruktion vorausgehen muss, Ende Zitat. Auch dieses hatten wir letzte Woche schon gelesen, weil ich hatte ja noch lachend gefragt, was ist denn bitteschön
die richtige Position von Christus in der menschlichen Gesellschaft? Vielleicht hat ja inzwischen jemand auf einen Kommentar über diese Frage geantwortet. Mir fällt da nichts zu ein, als ob sich Christus dazu reduzieren lässt, ein zwischen Anführungszeichen Teil der menschlichen gefallenen Gesellschaft zu sein. Ja? Aber so wird es hier dargestellt. Zu einer Reform der Moral und eine tiefe Erneuerung des christlichen, nein, des katholischen Geistes, der sozialen Rekonstruktion vorausgehen muss. Stillschweigend ist dies die übliche antisemitische und faschistische Verurteilung der freimaurerisch-judäischen Plutodemokratien auf einer unmoralischen und christlichen Grundlage. Nun, das Wort Plutodemokratien ist hier gelb angestrichen, weil das ein Wort ist, das es eigentlich nicht gibt. Es gibt eine Plutokratie, aber Plutodemokratie ist hier von dem Autor wahrscheinlich ein mehr oder weniger erfundenes Wort im Zusammenhang mit der freimaurisch-judäischen Plutodemokratie. Gar nicht mal so schlecht gefunden. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was heißt denn das? Jörg, kannst du uns erklären, was eine Plutodemokratie ist? Ja, kann ich. Eigentlich heißt also Plutodemokratie Plutokratie. Und eine Plutokratie ist eine Herrschaft der Reichen. Also Feudalismus oder Feudalherrschaft, wie wir gerade schon gelesen hatten. Man kann sich dazu diesen Wikipedia-Link ansehen über Plutokratie, also nicht Plutodemokratie, sondern Plutokratie. Und die Plutokratie versteckt sich hier hinter der Demokratie. Deswegen dieses Wortspiel Plutodemokratie, welches an und für sich ein Widerspruch in sich selber ist, ein Oxymoron, wie man auch so schön sagt. Auf diese Weise unterstützten die römisch-katholischen Bischöfe von Italien, Spanien und Deutschland den Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus in ihren jeweiligen Ländern. In ihrem Hirtenbrief vom 30. August 1936 aus Fulda erklärte die katholische Hierarchie Deutschlands ihrem Volk feierlich, hört gut zu, das erklärt die römisch-katholische Hierarchie Deutschlands, der Klerus in Deutschland, ja, Zitat, es ist nicht nötig, ausführlich über die Aufgabe zu sprechen, zu der unser Volk und unser Land verpflichtet sind. Möge unser Führer mit Gottes Hilfe in dieser außerordentlich schwierigen Arbeit Erfolg haben. Was wir uns wünschen, ist, dass der Glaube an Gott, wie er vom Christentum gelehrt wird, nicht überwunden wird, sondern dass allgemein anerkannt wird, dass dieser Glaube das einzige sichere Fundament ist, auf dem das mächtige und siegreiche Bollwerk gebaut werden kann, das dazu bestimmt ist, den Kräften des Bolschewismus zu widerstehen. Ende Zitat. Ich fürchte ehrlich gesagt, wenn wir in die Analyse dieses langen, ja, dieser langen zwei Sätze gehen, dieses Absatzes gehen, dass wir darüber eine eigene Videoserie machen könnten. Man muss sich mal vorstellen, dass das hier also Leute sind vom römisch-katholischen Klerus, von der Hierarchie, also von den zwischen Anführungszeichen Führern der römisch-katholischen Kirche, die hier eine Aussage treffen zum deutschen Volk und ganz feierlich erklären, es ist nicht nötig, ausführlich über die Aufgabe zu sprechen, zu der unser Volk und unser Land verpflichtet sind. Ach nein? Zu welcher Aufgabe ist denn unser Volk und unser Land verpflichtet? Ist das nicht in erster Linie Jesus Christus zu gehorchen und Jesus Christus zu folgen, wenn man von der Bibel ausgeht? Möge unser Führer mit Gottes Hilfe in dieser außerordentlich schwierigen Arbeit Erfolg haben. Also die Bibel sagt schon im Matthäusevangelium, wir sollen niemanden außer dem Vater im Himmel unseren Vater hier auf Erden nennen. Also schon gar nicht irgendwie einen Führer. Ja, Jesus sagt das, glaube ich, auch ganz gut in es ist Matthäus 23, glaube ich, wo er spricht von Rabbi, Rabbi. Ja? Nennt sie nicht Rabbi, Rabbi. Und dann sagt er später ja, nennt auch niemanden auf dieser Erde euren Vater. Ich meine, das ist Matthäus 23, bin aber nicht ganz sicher, dass das da genau steht. Kann Victor vielleicht ja eben mal in der Zwischenzeit aussuchen, wenn er das möchte.
möge unser Führer mit Gottes Hilfe in dieser außerordentlich schwierigen Arbeit Erfolg haben. Das ist doch ein Zeichen, dass der römisch-katholische, das römisch-katholische Magisterium, also die Hierarchie, die Führung dieser Kirche, Jesus Christus als Führer überhaupt nicht akzeptiert. Sondern sie stellen einen Menschen als Führer und sagen, der soll mit Gottes Hilfe in unserer, in dieser außerordentlich schwierigen Arbeit Erfolg haben. Das ist eine Leugnung von Jesus Christus als Führer. Ja? Man folgt Gott und nicht dem Menschen, wenn man bibeltreu ist. Daran kann man doch schon merken, dass hier die Aussage dieser Kirche, der römisch-katholischen Kirche, absolut antichristlich ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass als Paulus damals das Evangelium verkündet hat zu den Heiden, dass die gesagt haben, und jetzt wollen wir, dass unser Führer Paulus diese außerordentlich schwierige Aufgabe angeht, möge Gott ihm helfen und wir alle ihm folgen? Was glaubt ihr, würde Paulus gesagt haben, wenn die alle gesagt hätten, wir folgen Paulus? Oh, das müssen wir uns, die Frage müssen wir uns gar nicht stellen. Weil es gibt ein Buch in der Bibel, und natürlich schlag mich tot, jetzt weiß ich es nicht wieder auswendig, in einem der Epistel von Paulus, da ist es so, dass gesprochen wird davon, ach, die einen wollen Apollos folgen und die anderen wollen dem folgen und wieder andere wollen Paulus folgen. Und Paulus hat gesagt von, mir folgt mal besser überhaupt keiner in der Richtung. Ich kann das jetzt nicht bringen, wo genau das ist, aber ihr könnt ja auch mal eure eigenen Bibelstudien machen und das dann selbst rausfinden. Ich bin ja nun auch nicht so fest in der Bibel, dass ich jedes Mal, wenn ich den Gedanken habe, von da steht da drin, sagen kann, wo das ist. Ich habe keine Theologie studiert, ich habe die Bibel nicht studiert, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, der die Bibel liest und lebt und liebt, aber deswegen sie noch lange nicht auswendig kennt. Ja? Einem Menschen folgen, nein, aber dem Gott folgen, dem Christus folgen, ja. Nur komischerweise spricht die römisch-katholische Hierarchie in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, von Jesus Christus überhaupt nicht. Ja, sie sagt, das möge mit Gottes Hilfe in dieser außerordentlichen schwierigen Arbeit unser Führer Erfolg haben, mit Gottes Hilfe, aber wir folgen dem Führer, wir folgen nicht Gott. Was wir uns wünschen, fährt es fort. Ja, sag mal, Viktor. Ich dachte nur kurz, du sollst nicht zwei Herren dienen, ne? Ja, das sowieso, ne? Man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht dem Mammon dienen und dem Herrn im Himmel. Ja, das hat er auch gesagt. Hast du die Stelle raussuchen können, die ich gerade eben angesprochen habe, oder? Du hast jetzt gesagt in Matthäus 23 meine ich, ja. 23. Das ist ein relativ langes Kapitel. Ja, weiß ich. Ist aber am Anfang davon. Achso, soll ich einfach ab dem Anfang mal sprechen? Nee, du musst gar nicht sprechen. Du musst, also, wenn du es rausgesucht hast, wenn du sagst, ich hab's gefunden, dann ist, ich weiß ja nicht, ob es da ist. Deswegen Strafrede dachte ich nur, gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ja, ja, genau, da geht es. Ja, ja, da geht es drum. Gegen die Pharisäer. Da ist, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Hier, das ist Vers 6 geht es los. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ja, Matthäus 23, Verse 5 bis 9, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Ja, das war der Punkt. Ich meine, dass es 23 war, weil ich wollte heute eigentlich Matthäus 3 und 24 für Brett einlesen in Englisch. Deswegen war das noch frisch in meinem Gedächtnis. Und dann diese andere Stelle mit Apollos, das kannst du ja vielleicht mal kurz raussuchen über eine Wortsuche in der Bibel, wo das vorkommt, wo die Leute da Paulus folgen wollen und wo er auch sagt, von was für ein Schmarren, ja, Menschen folgt man hier nicht, wir folgen Jesus Christus, wir folgen unserem Herrn. Also, und hier sagen sie ganz deutlich,
dass man dem Führer folgen muss, der mit Gottes Hilfe uns dann richtig hinleitet. Also nicht Gott folgen, sondern dem Führer folgen, der durch Gott geleitet wird. So gesagt, das schlagen sie vor. Was wir uns wünschen, ist, dass der Glaube an Gott, wie er vom Katholizismus gelehrt wird, oh, jetzt habe ich aber verkehrt gelesen, wie er vom Christentum gelehrt wird, nein, das heißt hier in diesem Sinn vom Katholizismus, weil wir sprechen von Menschen aus der römisch-katholischen Hierarchie, die hier zum Volk sprechen. Ja? Sie erklären ihrem Volk feierlich, dass der Glaube an Gott, wie er vom Katholizismus gelehrt wird, nicht überwunden wird, sondern dass allgemein anerkannt wird, dass dieser Glaube das einzig sichere Fundament ist, auf dem das mächtige und siegreiche Bollwerk gebaut werden kann. Ja, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Das ist römisch-katholisches Dogma. Und genau das ist hier in anderen Worten auch in dieser Erklärung gesagt. Es wird allgemein anerkannt, dass dieser Glaube das einzig sichere Fundament ist. Also nicht Jesus Christus ist das Fundament. Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin der Stein oder ich bin der Fels oder ich bin die Tür oder ich bin der Weg oder ich bin die Wahrheit oder ich bin das Leben. Nein, dieser Glaube an die katholische Kirche. Weil wir haben gelesen, wie er vom Christentum gelehrt wird, das heißt natürlich, wie er vom Katholizismus gelehrt wird, weil es sind Katholiken, die darüber sprechen. Nie vergessen. Das nennt man, meine lieben Brüder und Schwestern, für den Fall, dass ihr euch das nicht mehr erinnert, habt die Worte schon lange nicht mehr ausgesprochen, Sophistik und Kasuistik. Und die Leute probieren, mit den richtigen Worten auf den falschen Pfad zu bringen. Genau das wird hier versucht. Ja? Und dieses siegreiche Bollwerk muss gebaut werden, weil es dazu bestimmt ist, den Kräften des Bolschewismus zu widerstehen. Also, des Bolschewismus, Entschuldigung, auch bekannt als Kommunismus, auch bekannt als Freimaurertum, auch bekannt als Judaismus, weil es waren ja die Juden, die den Bolschewismus und den Kommunismus gebaut haben, nach der Lehre, ne, der offiziellen, ne, da haben wir wieder diesen Berg, wo auf der einen Seite die römisch-katholische Kirche mit Gott den Berg hinaufgeht und auf der anderen Seite die ganzen Widersacher. Satan, die Juden, die Freimaurer, die Bolschewisten, die Kommunisten, die Atheisten, nennen sie mal alle auf, um dann so schnell wie möglich an die Spitze zu kommen und da oben dann den Krieg auszufechten, auszukämpfen. Wie gesagt, ich könnte über diesen Absatz wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger gehen, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, mit welcher Art und Weise Aussagen hier die Hierarchie der katholischen Kirche Deutschlands die Leute einlullt mit ihren Worten, um sie auf ihre Seite zu bringen. Ja? Es ist nicht nötig, ausführlich über die Aufgabe zu sprechen, zu der unser Volk und unser Land verpflichtet ist. Aber trotzdem tun sie's. Und sagen, möge unser Führer Adolf Hitler mit Gottes Hilfe, welcher Gott, in dieser außerordentlich schwierigen Arbeit Erfolg haben. Was wir uns wünschen, und das ist unser Ziel, dass der Glaube an den Gott des Katholizismus, wie er gelehrt wird, nicht überwunden wird, sondern dass allgemein anerkannt wird, dass dieser Glaube das einzig sichere Fundament ist. Außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Das ist römisch-katholisches Dogma und wird hier in anderen Worten ganz deutlich den Leuten mitgeteilt. Das Fundament ist, auf dem das mächtige und siegreiche Bollwerk gebaut werden kann, das dazu bestimmt ist, den Kräften des Bolschewismus, also des Freimaurertums, des Judentums und anderen Dingen, die immer angeholt werden vom nationalsozialistischen Deutschen Reich, zu widerstehen. Hast du hier eine Bemerkung oder Frage zu, Viktor? Also du hattest ja nochmal gefragt, wegen Paulus, da hatte ich jetzt nochmal in der Bibel nachgesehen, das ist, glaube ich, eine Apostelgeschichte. Das kann sein, ja. Aber Kapitel 17. Warte mal, ich mache das mal eben auf hier im Firefox, ja? Die Verkündigung des Paulus auf dem Areopag, also da, er ist ja vor Paulus in Athen. Warte und mal.
Schlachter 2000. Wo war's? Apostelgeschichte 17? Ja. Okay, dann gehen wir mal eben auf Apostelgeschichte 17. Also zumindest ist er da auf dieser, ab da ist er auf Paulus dieser Reise. Paulus und Silas in Thessalonika, ja. Also da ist er auf dieser Reise unterwegs und dann geht er ja, weiß ich nicht, noch weiter halt, ne? Er reist dann nach Athen und nach Korinth. Und dort verkündet er ja dann das Evangelium, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Mhm. Und irgendwo wird er dann wahrscheinlich auch sagen, ja, ihr sollt nicht, ihr sollt keine Statuen oder dergleichen, keine Menschen zum Vorbild haben, ne? Ja, ich habe das jetzt aber das auch ist jetzt nicht die Stelle, die ich meinte, weil ich meinte das mit Apollo oder Apollos oder wie der heißt. Das kenne ich noch aus der King James so. Das ist auch eine interessante Sache, die du hier erwähnst, aber ich meine, das ist in einem seiner Epistel später. Das müsste bei den Korinthern eventuell, kann das drinstehen. Aber wie gesagt, hat ja jetzt auch keine Priorität. Solche Sachen kann man sich auch vorher nicht raussuchen, weil ich weiß ja nie, wohin der Geist mich leitet, was in der Bibel interessant sein könnte, um vorzustellen. Aber im Englischen ist das Apollos. Wenn du das Wort vielleicht, warte mal, oder wenn ich das Wort Google spiele, jetzt keine Rolle, kann man ja alles eben mal machen, dann gehen wir immer auf die Indexseite, Suchseite hier für die King James und dann schreiben wir mal Apollos und dann im Neuen Testament, wenn ich das jetzt auch richtig geschrieben habe. Ne, siehst du, habe ich verkehrt. Apollo. Ah. 1. Korinther 1,12, hier ist es doch. Ja, das ist es. 1. Korinther 1,12. So, dann müssen wir das jetzt mal eben in der Schlachterbibel aufstreichen. 1. Korinther 1 und dann Vers 12. Das ist die Stelle, die ich sagte hier. Ermahnung wegen Spaltung in der Gemeinde. Ja? Lesen wir das mal eben hier. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos. Ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das war die Stelle, die ich meinte. Ja? Also es gibt hier Leute, die sagen, ja, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich aber zu Christus. Na, wir gehören zu Christus, weil ist Christus denn geteilt? Nein, natürlich nicht. Christus folgen wir und nicht einem Menschen. Das war genau die Stelle, die ich meinte. Korinther, okay. Danke, dass du mich darauf mehr oder weniger jetzt noch gebracht hast. Viktor? Ja, gerne. Wenn du sonst, hast du sonst keine weitere Bemerkung zu dem, was ich gesagt hatte, so? Nee? Nee, also ich fand das auf jeden Fall alles schlüssig und hast du doch auch auf jeden Fall gut erklärt. Okay, dann machen wir weiter. Also, ich hoffe, dass jetzt jedem deutlich geworden ist, was ich mit der Analyse dieses Absatzes, der hier in Blau angestrichen ist, meinte und dass das jeder verstanden hat. Und wer es nicht verstanden hat, kann das zur Not ja in einem Kommentar mal etwas dazu schreiben. Das ist auch so eine interessante Sache, wollte ich mal kurz eben loswerden, wenn ich jetzt doch eben da bin. Kommentare zu diesen Videos. Abgesehen davon, dass man sich natürlich freut, wenn man irgendwelche Lobkommentare bekommt von Leuten, die einen loben, das gemacht zu haben, weil sie jetzt mehr Verständnis bekommen haben, das finde ich ja schön. Das Lob gebührt aber nicht mir, das Lob gebührt dem Herrn, der mir diese Arbeit eingibt. Und in seinem Namen mache ich das. Alles nur
zur Ehre des Herrn, weil dem Herrn, unserem Gott, gebührt Ehre und nicht einem Menschen. Trotzdem freue ich mich natürlich darüber. Aber es erstaunt mich, und das ist nicht nur mit diesen Videos, sondern auch mit allen Videos, wie wenig die Leute Kommentare geben zu dem, was in dem Video selbst gesagt ist. Und wie wenig mal die Bibeltexte, wenn sie angeführt werden, in Frage stellen oder nicht verstehen. Aber oftmals wird in Kommentaren abgewichen auf andere Themen und da kommen dann die unmöglichsten Dinge zustande. Nur über das Video selbst und über den Inhalt des Videos selbst wird nicht gesprochen. Und da werde ich in der Zukunft mit solchen Kommentaren auch ein wenig anders verfahren, nämlich rigoroser in der Hinsicht. Ja. Kommentare sollten sich auf das beziehen, was in dem Video besprochen wurde. Das finde ich zumindest hauptsächlich sollte so sein. So, das war etwas in eigener Sache, das musste ich nochmal loswerden. Alle Zweifel, fährt der Autor fort, an der vollzogenen Unterstützung Hitlers von Beginn an durch die katholische Hierarchie in Deutschland, werden durch eine Durchsicht der Diskurse und Schriften des Bischofs Aloysius Hudal, Rektor des Collegio Teutonico in Rom und einer der Konsultatoren des Heiligen Stuhls zu deutschen und österreichischen Angelegenheiten, ausgeräumt. Hudal, wer ist denn das? Naja, dann suchen wir uns den mal eben raus. Da habe ich nämlich ein Bild vorbereitet, das hatte ich schon damals in der englischen Lesung. Das haben wir hier, das ist einmal der Bischof selber. Könnt ihr euch mal kurz hier in groß anschauen. Und dann auch das Bild machen wir dann auch gleich groß. Da kommen wir nämlich gleich zu, das ist nämlich sein Werk, das er geschrieben hat hier. Ja, das ist der Bischof Aloysius Hudal, Rektor des Collegio Teutonico in Rom und einer der Konsultatoren des Heiligen Stuhls zu deutschen und österreichischen Angelegenheiten. In seinem Buch »Die Grundlagen des Nationalsozialismus«, ja, das ist das Buch hier, sehen wir es im Bild. Die Grundlagen des Nationalsozialismus von Bischof Dr. Alois Huda. Ja, ich weiß, die Auflösung ist nicht perfekt, kann ich auch nicht ändern. Das ist so, wie man die Bilder im Internet findet. Und dann muss man sie durch dieses Video jagen, dann ist das noch ein wenig schlechter lesbar. Aber man kann das noch deutlich erkennen, dass hier steht, die Grundlagen des Nationalsozialismus, eine Unterhaltung, kann ich jetzt nicht lesen, diesen Untertitel, von Bischof Dr. Alois Hudal. Ja, das ist sein Werk, ja, von diesen Katholiken. Ja, wir dürfen da nicht drüber hinweggehen, weil es steht ja schon am Anfang des Absatzes, den ich gerade vorgelesen habe, da drin. Alle Zweifel an der vollzogenen Unterstützung Hitlers von Beginn an durch die katholische Hierarchie in Deutschland werden durch eine Durchsicht und Diskurse dieser Schriften widerlegt. Ausgeräumt, ja? Alle Zweifel ausgeräumt. Meine Lieben, was heißt denn das? Hier wird ganz deutlich ausgesagt von dem Autoren, was er jetzt aufgrund des Buches von Alois Hudal bestätigt, dass die römisch-katholische Kirche Adolf Hitler von Anfang an unterstützt hat. Er war ihr Mann der Vorsehung in Deutschland, so wie Mussolini der Mann der Vorsehung vom Papst Pius XI. In Italien genannt wurde. Nämlich, dass Mussolini der Mann der Vorsehung war, der von Gott geschickt war, um durch den Lateranen Vertrag 1929 die Wunde von Offenbarung 13 zu heilen. Und auf dieselbe Art und Weise wurde hier auch Adolf Hitler als ein Mann der Vorsehung von der römisch-katholischen Kirche angesehen. Und da die römisch-katholische Kirche ihn von Anfang an gefördert und unterstützt hat, ist sie auch an der Basis des Nationalsozialismus. Und das werden wir in der weiteren Studie dieses Buches, wenn wir es bis jetzt noch nicht verstanden haben, durch die Lesung von Edmond Paris, seinem Buch »Die verborgene Geschichte der Jesuiten« und den Kapiteln, die hier vorangingen, werden wir es in den nächsten Kapiteln ganz sicher lesen, dass ohne die römisch-katholische Kirche Adolf Hitler nichts weiter war als ein Gefreiter im Ersten Weltkrieg. Aber mit der römisch-katholischen Kirche hat er eine andere Funktion in diesem Land bekommen. Ja? Und in dem Buch von Hudal, »Die Grundlagen des Nationalsozialismus«, wiederholt er den Inhalt vieler seiner Zuweisungen an die deutsche Kolonie in Rom. Das folgende ist ein Beispiel. Also der Autor zitiert jetzt aus dem Werk von Alois Hudal, nochmal eben das Werk hier mit beinehmen, »Die Grundlage
die Grundlagen des Nationalsozialismus. Ein, man muss sich das mal vorstellen, ein römischer katholischer Bischof schreibt ein Buch über die Grundlagen des Nationalsozialismus. Erscheint euch das jetzt noch abwegig, dass Mein Kampf geschrieben wurde von einem Jesuiten? Wenn hier ein Bischof, also das ist, als ob ein Bischof hier das Manifest des Nationalsozialismus schreibt, als ob ein Bischof hier die nationalsozialistische Verfassung schreibt. Er schreibt über die Grundlagen des Nationalsozialismus. Was ist das anders, als den Nationalsozialismus von Grund auf zu erklären? Ja? Also, ich finde das faszinierend und deswegen bin ich dem Autor so dankbar, dass er dieses Buch veröffentlicht hat, und noch mehr bin ich meinem Bruder Viktor dafür dankbar, dass er dieses Buch uns in Deutsch zur Verfügung stellt. Das muss man sich mal reinziehen. Wer hat denn das schon mal in seinem Leben vorher gelesen? War dir sowas bekannt, Viktor? Von Aloysius Rudal und seinem Werk Die Grundlagen des Nationalsozialismus? Hast du das gewusst? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist doch schön, hier in diesem Fall mal, wir würden im Englischen sagen, to hear it from the horse itself, oder to the mouth, from the mouth of the horse itself, ja. Ja, from the horse's mouth, ja. Aus dem Maul eines Pferdes, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Also ich bin gespannt, erzähl mal. Na, ich wollte nur sagen, du warst doch wahrscheinlich auch ziemlich, sagen wir mal, überrascht, als du das Englische gelesen hast zu der Übersetzung und bist zu diesem Teil hier gekommen und sagst, was? Ein römisch-katholischer Bischof schreibt ein Buch über die Grundlagen des Nationalsozialismus? In welchem Film bin ich denn hier? Ja, und jetzt pass auf, Jörg, das Beste kommt ja noch am Ende, das Zitat von Franz von Papen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja. Aber weißt du, wenn man das dann zusammen in Zusammenhang sieht, ne, also deutlicher kann man den Leuten, glaube ich, nicht mehr die Augen öffnen, tut mir leid. Tja, wir werden es versuchen. Wir lesen jetzt mal eben hier in dem Zitat aus dem Buch Die Grundlagen des Nationalsozialismus von Bischof Aloysius Hudal. Sehen wir uns beispielsweise an, sagt er, wie interessant einige Ziele des nationalsozialistischen Programms sind. Volkseinheit im Gegensatz zu allem, das darauf abzielt, jene zu zerstören. Sprache als die geistige Verbindung der Nation. Bewusstsein von Deutschlands historischem Schicksal. Das Gefühl des Rassenbewusstseins. Der Versuch, die jüdische Frage zu lösen. Ja? Diese jüdische Frage gibt es nur laut der antichristlichen römisch-katholischen Kirche überhaupt. Ja? Weil die Bibel sagt, dass wir Protestanten die Juden zur Eifersucht reizen sollen. Römer Kapitel 11, Vers 11. Lest es nach. Diese jüdische Frage, die hier in den Raum gestellt wird, gibt es überhaupt nur aufgrund der antichristlichen Kirche. Zusicherung, fährt er fort, der reinen deutschen Zucht. Das geht dann sehr gut überein mit den Studien zur Eugenik und so weiter, die römisch-katholische Kirche ja auch lange Zeit betrieben hat. Zerstörung von Parteien. Kultur der Familie und das Ideal der großen Familie als eine Frage der Ehre und des Nationalstolzes. Die Militarisierung der Nation. Ein neues System von Unterrichtung und Bildung. Die korporative, also wirtschaftliche Idee. Das aristokratische Prinzip der Regierung von einem Führer. Vor allem das deutsche Volk ist schuld, typisch katholische Indoktrination hier, vor allem das deutsche Volk ist schuld an dieser geistigen Bewegung für die langsame Zerstörung der Ideologie der Menschenrechte, auf denen das Weimarer Haus gegründet wurde, sowie für die Zerstörung des Glaubens an formale Rechtsverfassungen, der Dialektik von parlamentarischen Verfahren und der Demokratie. Ende Zitat. Man kann es so verrückt gar nicht bedenken. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen und diesen gerade eben gelesenen Absatz, dieses gelesene Zitat aus Bischof Aloysius Hudals Werks Die Grundlagen des Nationalsozialismus auseinander zu pflücken, weil dann sitze ich hier morgen noch. Jeder sollte vielleicht mal kurz in sich gehen, das Video vielleicht mal eben pausieren.
Vielleicht auch mal eben rausgehen an die frische Luft, nach Luft schnappen und wieder reinkommen, um seinen Kopf klar zu machen. Und dann, da steht hier ja deutlich geschrieben, ihr könnt es ja lesen, ich mache es jetzt selbst noch mal ein bisschen größer, auf 125%, dann kann man das noch leichter lesen. Und dann lest es doch mal selbst, was er hier schreibt. Sehen wir uns beispielsweise an, sagt Bischof Huda, wie interessant einige Ziele des nationalsozialistischen Programms sind. Welche Ziele hat er denn hier eigentlich nicht aufgeführt? Volkseinheit im Gegensatz zu allem, das darauf abzielt, jene zu zerstören. Ist das nicht das, was heute gemacht wird in unserer sogenannten BRD-Demokratie? Wird da nicht darauf abgezielt, die Volkseinheit zu zerstören? Ja, und Jörg, pass auf, und diejenigen, die sich davon abspalten wollen, separieren, zum Beispiel so jetzt in Katalonien, ne, haben wir ja gesehen, das ja. Führt ja zu nichts. Ne? Katalonien und Baskenland, das sind ja zwei Teile in Spanien, die sich abspalten wollen. Da ist ja schon ewig der Krieg. Das gleiche haben wir hier in Belgien, ne? Die Uneinigkeit zwischen den Flamen und den Wallonen, ne? Also den niederländischsprachigen und den französischsprachigen. Das Problem ist, hier in Belgien haben die französischsprachigen die Überhand, obwohl sie bevölkerungsmäßig die Unterhand haben. Es gibt knapp 4 Millionen französischsprachige und 6,5 bis 7 Millionen niederländischsprachige Einwohner in Belgien. Aber die Französischen schwingen ja die Fackel, weißt du? Ja. Ja. So geht das hier. Volkseinheit im Gegensatz zu allem, das darauf abzielt, all jene zu zerstören. Also sind wir heute in der BRD, in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Regime, nenne ich es jetzt mal, das genau das bezweckt, was damals der Nationalsozialismus probiert hat, entgegenzusprechen. Eine Einheit, anstatt alles zu zerstören. Sprache als die geistige Verbindung der Nation. Wer kann denn heute noch gut Deutsch sprechen? Wenn ich mir das mal im Fernsehen angucke, was die da an Deutsch reden, da wird mir schlecht. Und jedes dritte Wort gebrauchen sie Anglizismen. Ja? Also Worte aus dem Englischen, die sie damit reinbringen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Weißt du, was wir damals in Hamburg gesagt haben, als wir noch zur Schule gingen und wir hatten da mit einem Ausländer mal gesprochen? Hey, Alter, kauf dich mal eine Tüte Deutsch, hat mich auch gehilft. Und so sprechen sie heute im Fernsehen. Da kann einem doch nur schlecht werden. Und zum besseren Verständnis, ich war damals auch erst 14, 15, 16 Jahre, das führe ich mal eben zu meiner Entschuldigung an. Ich hatte damals noch eine andere Gesinnung als heute. Sprache als geistige Verbindung der Nation. Bewusstsein von Deutschlands historischem Schicksal, aber auch eben Nationalstolz, Patriotismus. Das Gefühl des Rassenbewusstseins, also das Gefühl, innerhalb der einen Rasse zu bleiben und sich nicht miteinander zu vermischen. Ja, das hat Gott auch gewollt. Ja? Und ist Gott jetzt deswegen ein Nazi? Weil Gott hat damals die Nationen gegründet, aufgrund der Sprachen, und hat die Rassen gegründet. Und Gott war nie für Rassenvermischung. Jede Rasse für sich selber. Ja? Der Versuch, die jüdische Frage zu lösen, da bin ich drauf eingegangen. Zusicherung der reinen deutschen Zucht, naja. Zerstörung der Parteien, ja, das sollte man heute in der BRD vielleicht auch mal machen, weil die taugen ja sowieso alle nix. Kultur der Familie und das Ideal der großen Familie, eine Frage der Ehre und des Nationalstolzes. Ich weiß nicht, ob das mit Ehre und Nationalstolz zu tun hat, aber die Familie als kleinste soziale Einheit einer Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt. Und das war nicht nur den Nationalsozialisten bekannt, das ist auch allen anderen bekannt und vor allem dem Teufel, und der will die nicht haben. Die Militarisierung der Nation, ja, das ist wieder eine andere Sache. Ne? Warum muss ich ein Militär haben, wenn Jesus ganz deutlich predigt, dass ich keinem anderen Menschen irgendetwas antun soll und schon gar nicht, dass ich nicht töten soll. Also brauche ich auch kein Militär und so weiter. Ne? Ein neues System von Unterricht und Bildung, die korporative Idee, das aristokratische Prinzip der Regierung von einem Führer. Also man sieht viele Dinge, die heute in der BRD gegen das laufen, was der Aloysius hier über den Nationalsozialismus sagt. Aber man sieht auch viele Dinge, die heute mehr in der Bundesrepublik Deutschland beinahe durchgesetzt werden, als sie damals bei den sogenannten Nazis durchgesetzt worden, um mal eben deutlich zu sagen. Ja? Zerstörung der Ideologie der Menschenrechte. Ja, Menschenrechte sind Rechte, die uns vom Papst gegeben wurden, und auf die gebe ich gar nichts, weil die Rechte, die der Papst gibt, die kann der Papst auch wieder wegnehmen. Die sind also gar nichts wert.
auf denen das Weimarer Haus gegründet wurde, das ist ja auch dann eingestürzt, nach gar nicht so langer, allzu langer Zeit, sowie für die Zerstörung des Glaubens an formale Rechtsverfassungen, der Dialektik von parlamentarischen Verfahren und der Demokratie. Ende Zitat. Gut, um die Gemeinsamkeit, fährt der Autor fort, der Interessen zwischen Katholizismus und Nazisozialismus zu beweisen, zitiert Bischof Hudal den katholischen deutschen Historiker Josef Lortz. Gut, wer ist denn das? Da wollen wir doch mal eben gucken. Ich habe da mal was vorbereitet. Josef Lortz ist der Autor von unter anderem diesem Buch, Geschichte der Kirche. Und hier haben wir ein Bild von Josef Lortz selber. Also, um die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Katholizismus und Nazisozialismus zu beweisen, also um noch mehr den Nachdruck darauf zu legen von Katholizismus ist genau das, was Nazisozialismus auch ist und will, dafür zitiert dieser Bischof Hudal den Historiker Josef Lortz, der in seiner Arbeit Geschichte der Kirchen, das hier, ja, dieses Buch, zeigt, dass Katholizismus und Nazisozialismus sich in folgenden Punkten einig sind. So, da wollen wir doch mal eben gucken. Welche Punkte sind das denn? Erstens, sowohl der Katholizismus als der Nazisozialismus sind Todfeinde des Bolschewismus, des Liberalismus und des Relativismus. Also mit anderen Worten, beides sind absolute Herrschaftsprinzipien, ja? Weil Liberalismus und Relativismus ist etwas, was gegen die Autorität eines absoluten Herrschers angeht. Und sowohl der Katholizismus wie auch der Nationalsozialismus sind in diesem Punkte sich einig, dass sie Todfeinde des Bolschewismus, Liberalismus und Relativismus sind. Das heißt, der drei tödlichen Krankheiten, so schreibt der Josef Lortz das, unter denen unsere Zeit leidet und die das Werk der Kirche heftig angreifen. Die wesentlichen Ideen des Nationalsozialismus und das an Autorität gebundene Prinzip der Freiheit entsprechen genau den Vorstellungen, die Antichrist Papst Gregor der Zwölfte, und Pius der Neunte im 19. Jahrhundert hatten. Ne? Pius der Neunte regierte vor Gregor dem 13. Die zwei Päpste, darum die geht das. Angesichts einer Welt, die sich fortschrittlich nannte und die ihre Lehren mit einem sarkastischen Lächeln erwiderte. Hinzu kommt ihr gemeinsamer Kampf gegen die Freimaurerei. Zweitens, ihr gemeinsamer Kampf, wir sprechen von den Übereinkünften, den Übereinstimmungen zwischen Katholizismus und Nazisozialismus. Ihr gemeinsamer Kampf gegen die gottlose Bewegung, gegen die öffentliche Unmoral, gegen die dumme Lehre der Gleichheit, die das Leben zerstört. Ihr Kampf für eine vernünftige und fruchtbare Struktur der menschlichen Gesellschaft, die von Gott, wie von Gott gewünscht, und für die feudal gegliederte Struktur des Staates, wie von den Päpsten Leo dem 13. und Pius dem 9. vorgeschlagen, in der päpstlichen Bulle oder Enzyklika Quadragesimo Anno, über die wir bereits vorher gesprochen haben. Ihr gemeinsamer Kampf gegen eine Lebensweise, die unnatürlich ist, Sodomie. Und was sagt Papst Franziskus heute? Auch wenn einer schwul ist und er ist da gut mit, wer bin ich denn, um ihn zu richten? Ne? Eine Lebensweise, die unnatürlich ist und aller gesunden Traditionen beraubt wird, wie sie in großen modernen Städten und Arbeiterorten anzutreffen sind. Ja, da haben sie wahrscheinlich gesprochen über das lotterliche Berlin in den 20er und 30er Jahren. Ne? Gehe ich mal so von aus. Drittens, der Nationalsozialismus verbindet durch sein Prinzip der Autorität und Regierung durch einen Führer, auf dem das gesamte nationale Leben beruht, die deutsche und die katholische Einstellung zum menschlichen Leben. Viertens, das Wichtigste von allen, der Nationalsozialismus ist ein Bekenntnis des Glaubens. Also haben wir hier auch ganz deutlich eine Verschmelzung zwischen Kirche und Staat. Er hat entgegen aller Unglauben und destruktiven Zweifel alle Schichten der Gesellschaft davon überzeugt, dass die Anschauung des Gläubigen nicht, wie der Liberalismus gelehrt hat, eine Minderwertigkeitshaltung ist, sondern eine, die den Menschen zur vollen Verwirklichung seines Schicksals führt.
Und obwohl sich die katholische Kirche niemals mit irgendeiner Bewegung identifizieren sollte, kann sie es sich nicht leisten, die Gelegenheit nicht zu nutzen, die Hilfe des dieses mächtigen Verbündeten im Kampf gegen die atheistischen, gegen den atheistischen Rationalismus dankbar anzunehmen. Vier Punkte, in denen der Joseph Lorz deutlich macht, dass der Nationalsozialismus in Deutschland zu Zeiten Adolf Hitlers und die römisch-katholische Kirche die absolut gleichen Ziele haben, vollständige Übereinstimmung miteinander haben. Ich nehme den Lorz nochmal eben ins Bild hier. Ne? Dieser katholische Historiker, Lorz, Joseph Lorz, macht darauf aufmerksam, dass amerikanische Beobachter nicht bemerkt haben, dass der Nazifaschismus nur das Ergebnis von Ereignissen ist, bei denen die katholische Kirche über Jahrhunderte eine entscheidende Rolle gespielt hat. Er sagt, der Nationalsozialismus sei die Erfüllung des Schicksals und fährt fort, Zitat aus seinem Buch. Ursprünglich wurde es aus den dunkelsten Strömungen der Epoche geboren, von denen es die Krönung ist. Zweifellos haben wir jetzt das Recht, von einer wesentlichen Umwandlung zu sprechen, von der Geburt einer wahren neuen Ära, eines neuen Zeitalters, deren Errungenschaften bleiben werden. Eine neue Epoche hat begonnen, die der Religion und der Kirche dienen wird und die außerordentlich gut bewaffnet sein wird, um den Kampf gegen den Unglauben fortzusetzen, also Atheismus. Dieser letzte Satz, ist, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Ich werde ihn noch mal eben ein wenig farblich einkleiden, dass wir ihn gut lesen können, dass er sich ein wenig hervorhebt aus diesem Buch hier. Dann werden wir da gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Eine neue Epoche, ein neues Zeitalter hat begonnen, die der Religion und der Kirche dienen wird. Diese neue Epoche, das neue Zeitalter, wird der Religion und der Kirche dienen. Und die außerordentlich gut bewaffnet sein wird, diese Epoche, um den Kampf gegen den Atheismus fortzusetzen. Also gegen alles, was ungläubig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Kirchenhistoriker Joseph Lorz, genauso wie der Aloysius Hudal, sind römische Katholiken. Und wenn sie davon sprechen, einen Kampf gegen den Atheismus, den Unglauben fortzusetzen, für die ist alles Atheismus, was außerhalb der römisch-katholischen Kirche steht. Und das ist hauptsächlich Protestantismus. Und das ist zweitens Judaismus. Das ist der jüdische Glaube. Diese zwei Glaubensrichtungen sind der römisch-katholischen Kirche ein Dorn im Auge. Und sie gründen hier eine neue Epoche, die der Kirche dienen wird. Das heißt, der Nationalsozialismus hat so viel mit der römisch-katholischen Kirche überein, dass wer den Nationalsozialismus frönt, der römisch-katholischen Kirche gerne dient. Muss ich da noch mehr zu sagen? Wir gehen hier in eine kleine Fußnote. Und ich möchte gerne Viktor die Gelegenheit geben, das vorzulesen, weil er sprach es vorhin schon mal an. Gib mir nur mal kurz eine Sekunde, dass ich das Bild von dem wir hier lesen, mal kurz mit einblenden kann. Und wenn ich das ist auch der Protagonist, den wir im Intro zum Beispiel sehen. Das ist der Protagonist, den wir im Intro sehen. Ich habe das Bild hier. Bitte les mal das, was hier grün angestrichen ist auf der Seite. Franz von Papen, ein päpstlicher Ritter und Hitlers erfolgreichster Handlanger, erklärte im Völkischen Beobachter vom 14. Januar 1934, also der Völkische Beobachter, das war, glaube ich, damals eine Tageszeitung oder eine Wochenzeitung. Nationalsozialistische Tageszeitung, ja. Gut, Zitat, also aus dem Völkischen Beobachter vom 14. Januar 1934. Das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, sondern auch verwirklicht. Ja, das muss man sich jetzt mal schön auf der Zunge zergehen lassen. Mit anderen Worten, lieber Bruder Viktor, haben wir hier eine Aussage des Malteserritters Franz von Papen, des
vorvorletzten Reichskanzlers der Weimarer Republik und des Vizekanzlers von Adolf Hitler, der genau das sagt, was Papst Leo der 13. 1886 vom deutschen Kaiser gefordert hat. Ja, Papst Leo guter der Zusammenhang. 13. hat 1886 vom deutschen Kaiser gefordert, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden soll. Was sagt Franz von Papen denn hier? Er sagt, dass dieses dritte nationalsozialistische Reich die erste Macht in Deutschland ist, die erste Macht weltweit ist sogar. Die erste Macht weltweit, vor England, vor Amerika, vor Russland, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, sondern diese auch umsetzt in ihrer täglichen Politik. Das sagt Franz von Papen hier. Haben wir jetzt verstanden, warum im Grunde das Dritte Reich, so wie wir es kennen, nichts anderes war als Gottesherrschaft, ein Gottesstaat in Deutschland? Das Dritte Reich war nichts anderes als der theokratische Staat von der römisch-katholischen Kirche und von Jesuiten geführt. Das deutsche Dritte Reich, meine Lieben, um es noch besser zu begreifen, war nichts anderes als das, was die Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert in Paraguay gemacht haben mit den Guaranis. Das haben sie mit Deutschland gemacht. Sie haben einen Gottesstaat errichtet. Aber nicht nach dem Gott der Bibel, der sagt, dass sein Königreich nicht von hier ist, sondern nach dem König und dem kleinen Gott in Rom, der da auf seinem Stuhl sitzt und sich der Stellvertreter Gottes auf Erden nennt, Vicarius Filii Dei, der Papst in dem Augenblick, als das ausgesprochen wurde, Papst Pius XI. Das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, sondern auch verwirklicht. Das Dritte Ja. Reich ist das katholischste Land auf der ganzen Welt, das wir überhaupt haben, zu dieser Zeit der Weltgeschichte. Bitte, Viktor. Danke. Ich wollte noch mal ganz auch noch mal betonen hier, das stand in einer Tageszeitung, ne? Hat Also genau wie in das der war quasi Bildzeitung so Dinge ja in stehen, der ja. Bildzeitung, ne? Wenn da jetzt heute drin stehen würde, der Vizekanzler, wenn der jetzige heute deutsche Vizekanzler sich in der Bildzeitung ein Interview oder was oder so eine Aussage macht, nach dem Motto, ja, wir haben hier quasi die, ich meine, das ist ja letztendlich auch gewisserweise heute so, ne, diese ganze Klimasekte und dieser ganze Kram, der hat ja letztendlich, kommt ja auch irgendwo aus dem Vatikan. Und wenn die jetzt sich heute offiziell hinstellen würden und sagen würden, ja, oder der sich da in der Bildzeitung so eine Aussage machen würde, dass wir quasi letztendlich nur die Handlanger sind des Vatikans und deren Ideologie hier nur vertreten, meinst du, das würde noch jemanden heute stören? Nö. Nö, ne? Das hat ja damals auch keinen gestört. Das hat ja damals irgendwie auch keinen gestört, ne? Geschichte wiederholt sich ja, wie wir wissen, ne? Geschichte wiederholt sich. Ja. Ja. Ach Mann, so eine Buchlesung kann so toll sein. Kann toll sein, echt, ne? Ja, Ja. sehr aufschlussreich. Unglaublich. Und wie wir zu diesem Klimax hingearbeitet haben, finde ich auch schön. Dieses Kapitel 5 ist sicherlich eins der wichtigsten Kapitel im ganzen Buch. Und das sage ich im Brustton der Überzeugung, obwohl ich weiß, dass wir noch 7 Kapitel vor uns haben. Und ich kann euch, meine lieben Zuschauer, beruhigen. Das Buch wird nicht langweiliger. Im Gegenteil. Und da kommen noch ein paar Brocken zum Schlucken. Aber diese Aussage, gerade eben, von dem Malteserritter Franz von Papen,
von dem ich übrigens seine Biografie hier in meinem Schrank liegen habe, Der Wahrheit eine Gasse, die er geschrieben hat, werde ich demnächst auch mal einen Auszug draus lesen aus dem Kapitel über das Konkordat, das Franz von Papen mit Eugenio Pacelli im Juli 1933 geschlossen hat. Das kommt dann auch nochmal, dann können wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Dieser Franz von Papen, der spielt in seiner Autobiografie seine Rolle sowas von runter. Unglaublich, dass wenn man nicht aus anderen Quellen wüsste, wer er war, man tatsächlich glauben könnte von, ach, das war ja wirklich ein guter Mensch. Und gerade an dieser Aussage, die wir gerade eben gelesen haben, ja, ich blende sie hier nochmal ein. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Kann keiner sagen von, oh, ich habe das nicht gut lesen können. Aber das ist ein bisschen zu groß hier. 150% nehmen wir mal. Franz von Papen, ein päpstlicher Ritter im Orden der Malteser und Hitlers erfolgreichster Handlanger, erklärte im Völkischen Beobachter, also einer großen oder der größten nationalsozialistischen Zeitung zu der Zeit, am 14. Januar 1934, das Dritte Reich ist die erste Macht und damit auch die einzige Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, sondern diese Prinzipien auch verwirklicht, in die Tat, in die Wirklichkeit umsetzt. Das ist, was das Dritte Reich war. Und jedem, der es nicht glauben will, dem muss man nur diese Zitate geben. Hitler war katholisch, vom Augenblick der Geburt an bis zu dem Augenblick, als er gestorben war. Ob das jetzt 45 war durch Selbstmord oder in den 70er oder 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wie auch einige meinen, dass er so lange in Chile und sonst wo überlebt hat, das ist eine andere Geschichte, das spielt keine Rolle. Er war jedenfalls niemals exkommuniziert worden und war damit ein Katholik bis zum Ende seines Lebens. Ich würde gerne noch mal kurz was raussuchen, Viktor. Kannst du vielleicht mal eben noch ein klein wenig weiter erzählen für unsere Zuschauer? Solange muss ich mal eben etwas suchen hier. Ja, gerne. Ansonsten kann ich sonst auch vielleicht die letzten drei Sätze noch vorlesen, um das Kapitel dann abzuschließen. Oder möchtest du das machen? Nein, mach das mal, gerne. Der Autor fährt fort. Dies und vieles mehr wird von Bischof Hudal zitiert, um die grundlegende Gemeinsamkeit der Ziele und Zwecke des Katholizismus und des Nationalsozialismus zu beweisen. Die katholischen Bischöfe in den Vereinigten Staaten können es sich nicht leisten, die nazi-faschistische Ideologie in ihrem Land so offen zu unterstützen. Sie geben jedoch zu, dass ihre Bischofskollegen in nationalsozialistischen Ländern bei der Analyse der Vorteile, die diese antiliberale und antidemokratische Ideologie für die Organisation des Katholizismus mit sich bringt, richtig lagen. Also ich denke hier auch nochmal in dem letzten abschließenden Absatz wird noch auch nochmal klar, weil der Autor redet natürlich in erster Linie aus amerikanischer Sicht, dass natürlich der Katholizismus in Amerika ein anderer auch zu der Zeit oder auch heute ist, als das, was wir in Europa oder selbst auch in anderen europäischen Ländern, ist, sage ich mal, die Maske der katholischen Kirche oftmals immer noch etwas anders, facettenreicher als das, was wir so, sage ich mal, um uns rum so in seiner Heimat, in seinen Gefilden so kennt. Aber auf dem Punkt, glaube ich, bist du auch schon mal in anderen Lesungen drauf eingegangen. Das wird mich nicht wundern, ja. Macht diesen Punkt, denke ich, auch nochmal ganz gut deutlich. Ja. Sonst. Ja, ich finde das hier nicht. Ich habe wahrscheinlich hier ein bisschen das Verkehrte. Ansonsten fand ich jetzt auch, dass dieses Kapitel auch nochmal so verdeutlicht ein bisschen auch, dass natürlich aus Sicht der katholischen Kirche, die natürlich lieber eine Struktur haben, wo sie weniger Fäden benötigen, ne? Weniger Drähte ziehen müssen. Ja. Je demokratischer, ich sag mal, je liberaler eine Staatsstruktur ist, umso schwieriger ist es zu infiltrieren, umso mehr Arbeit muss ich aufwenden, verstehst du? Es ist von der Organisation dann auch umfangreicher, aber wenn ich natürlich nur oben so eine Puppe habe, an der ich quasi die Fäden, an der ich ziehe und alles andere, der dieser Puppe hinterher rennt, ne, dann habe ich ja letztendlich
das perfekte System, ne? Also mich erinnert das immer so ein bisschen an so ein, weißt du, an so eine Pferdekutsche oder an so ein Hundegespann, weißt du, wo so viele Hunde, mehrere Hunde an so einem Schlitten festgespannt sind. Ja. Und da gibt es immer vorne zwei Leithunde oder diese zwei Pferde vorne, die haben, an denen ist nur die Leine quasi dran, die Fäden. Und die alle dahinter laufen hinterher. Und ich meine, das ist jetzt eigentlich auch so eine ähnliche Struktur, die wir auch heute wieder vorfinden. Ne, wir haben oben diese Politikdarsteller und alle rennen blind hinterher mit Scheuklappen und ne, bis ins Verderben wieder. Das ist richtig, ja. Weil Ja. wir aus der Vergangenheit nicht lernen. Und warum lernen wir nicht aus der Vergangenheit? Ja, weil wir die Geschichte nicht Uns die kennen. Vergangenheit nicht gelehrt wird. Genau. Richtig, genau. Aber das versuchen wir jetzt ja hier aufzuarbeiten, nachzuholen. Und ja, würde mich auch wieder freuen, wenn die Leute mit aufrichtigen und konstruktiven Kommentaren sich gerne auch an diesem Video dann beteiligen, das verbreiten. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass wir heute nochmal hier auch wirkliche Fakten, also wir denken uns das hier nicht aus. Das ist nicht der Jörg, der sich das ausdenkt. Das bin nicht ich, der sich das ausdenkt. Das ist nicht der Leo Herbert Lehman, der sich das ausdenkt, sondern das ist der Autor, der sich hier die Mühe gemacht hat, damals 1942. Und hier Zitate, ja, die ich auch vorher so in dem Zusammenhang natürlich auch noch nie vorher gehört hatte. Und ich denke auch in keinem Geschichtsbuch, nirgendwo wird man so ein derart ein Zitat oder auch eine Analyse einem dargeboten, einem offenbart, dass wir hier jetzt hoffentlich das jetzt an dieser Stelle nachholen Ja, und das ankommen bei den Leuten, ja. gut, ich habe endlich gefunden, was ich gesucht habe. Ich wollte noch mal eben darauf eingehen, wie wir das letztens gelesen hatten in der Lesung Die verborgene Geschichten der Jesuiten von Edmund Parry. Da lesen wir auf Seite 127 in dem PDF. Schauen wir aber zunächst, wie die besonders autorisierte, mit dem Christusorden ausgezeichnete Persönlichkeit Franco, also der faschistische Diktator in Spanien zu der Zeit, die gemeinsame Sache zwischen Vatikan und Nationalsozialisten unmissverständlich bestätigte. Also hier hören wir es dann nochmal von einem anderen. Nicht von dem Franz von Papen hier im Bild, sondern hier hören wir es dann nochmal von dem Diktator Franco. Reform, ich bin auf den Namen der Zeitschrift nicht gekommen, das hätte ich viel schneller finden können. Eine französische Zeitschrift. Reform zufolge hatte die Presse des spanischen Diktators Franco am 3. Mai 1945, dem offiziellen Todestag Adolf Hitlers, das folgende veröffentlicht. Zitat: Der Sohn der katholischen Kirche Adolf Hitler starb in der Verteidigung des Christentums. Es ist daher nur verständlich, dass Worte, derer sich der Würdigung seines Lebens so viele fanden, für die Trauer um seinen Verlust nicht hinreichen. Über seinen sterblichen Überresten steht eine siegelreiche, tugendhafte Gestalt. Mit der Märtyrerkrone verlieh Gott, mit der Märtyrerkrone verlieh Gott ihm die Siegeslorbeeren. Gottes steht hier als verkehrt. Ende des Zitats. Ich habe damals, als ich das in Die verborgene Geschichte der Jesuiten in Deutsch vorgelesen hatte, diesen Satz auch noch analysiert und gesagt, wenn man ihn wirklich lesen müsste, ja, der Sohn der satanischen römisch-katholischen Synagoge Satanskirche Adolf Hitler starb in der Verteidigung des Katholizismus, des Satanismus. Es ist daher nur verständlich, dass Worte, derer sich der Würdigung seines Lebens so viele fanden, für die Trauer um seinen Verlust gar nicht hinreichen. Über seinen sterblichen Überresten steht eine siegreiche, tugendhafte Gestalt. Mit der Märtyrerkrone verlieh Satan ihm die Siegeslorbeeren. So kann man das auch lesen und sollte man das lesen. Und damit bringen wir heute mit der zweiten Lesung bereits das sechste Kapitel von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, zum Abschluss. Und ich möchte eben sehen, ob Viktor noch ein paar abschließende Worte hat, bevor wir hier für heute nach Hause gehen. Ja, vielen Dank, Bruder. Ich hatte jetzt nur noch mal so ein, zwei Sachen vielleicht, die man in dem Zusammenhang noch mal ja, sich vors Auge führen könnte. Und zwar wissen wir aus der Zeit des ersten Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, das wurde regiert von den Habsburgern, also von der Habsburger-Dynastie. Das war so eine Epoche, ich glaube, ab 800 nach Christus und dann ungefähr 400 Jahre so in dem Soll ich Dreh. hier jetzt einen der Links öffnen, die du vorhin Nee, angegeben hast? das fasse ich jetzt nur einfach kurz zusammen. Okay, Dass prima. dann die Leute sich dann einfach selbst nochmal
recherchieren können, wenn Sie das möchten. Und jedenfalls ist der Otto von Habsburg, vielleicht kennen ihn auch einige, ein Abkömmling aus dieser, von dieser Habsburger Dynastie. Und der war, ich weiß nicht, 20 Jahre ungefähr Parlamentarier im Europäischen Parlament. Das habe ich damals auch bei Verborgene Geschichte der Jesuiten besprochen, ne? Die Habsburger. Ja, ja. Ja, genau. Und in dem Zusammenhang kann man sich ja einfach auch nochmal so Zitate von ihm zum Beispiel durchlesen, so wie du das gerade eben auch gemacht hast. Und wenn man dann nämlich das mit der Brille dann durchliest, mit der Erkenntnis, die wir hier durch diese Lesung und auch natürlich mit Hilfe der Bibel, dass wir da dann erkennen können, was dort eigentlich dann zwischen den Zeilen steht sozusagen. Ansonsten an der Stelle freue ich mich auf das nächste Kapitel, denn das ist natürlich auch nicht weiter uninteressant. Ich denke, vielleicht auch der letzte Absatz zielt vielleicht auch schon so ein bisschen zu dieser Überleitung, was uns erwarten wird. Ja. Das nächste Kapitel heißt doch, glaube ich, das größte trojanische Pferd aller Zeiten, richtig? Richtig. Wir müssen jetzt ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Nein, 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 nein. Aber den Titel kann man natürlich schon mal sagen, um die Leute ein wenig zu interessieren. No? Richtig, genau. Und ich denke, das wird auch nicht weiter uninteressant bleiben. Ja, also bleibt dran und ich wünsche soweit noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und ich sage dann jetzt tschüss. Ja, tschüss Viktor und vielen Dank für deinen Beitrag zu der Sendung heute. Und ich möchte euch mal eben kurz zeigen, noch ganz kurz einblenden. Viktor hatte hier drei Dinge nochmal rausgesucht, die wir eigentlich auch noch erwähnen wollten. Zitate zum Nationalsozialismus und Christentum, dann über den Otto von Habsburg, von dem er gerade gesprochen hat, und Kirche heute, Erinnerung und Würdigung an Otto von Habsburg. Und ich schlage vor, und da wird Viktor mir sicher nicht widersprechen, da kann er sich dann ein wenig drauf vorbereiten, bevor wir nächstes Mal mit dem Kapitel Nummer 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten oder wie das heißt, anfangen werden, das zu lesen, wird er euch daraus die wichtigsten Dinge vorlesen aus den Artikeln, die ich gerade eben gezeigt hatte, weil heute sind wir schon über eine Stunde und das würde zu lange dauern, aber nächstes Mal können wir uns das erlauben, das werden wir dann gleich am Anfang machen. Viktor wird sich daran darauf vorbereiten und dann werdet ihr mal ein wenig mehr Viktor hören, anstatt immer nur den Jörg. Ich war aber froh, dass Viktor heute auch schon eine schöne Rolle hat übernehmen können und dass er da langsam wohl reinwächst, um auch diese Sendung ein wenig mitzugestalten. Das finde ich wunderbar, weil das ist nicht mein Werk, das ist Christus' Werk und Viktor und ich fühlen uns beide als Teil des Körpers Christi und beide als das Sprachrohr des Heiligen Geistes, der uns in diese Arbeit führt und der euch damit eben auch wie uns alle in alle Wahrheit leitet, genau wie Jesus Christus uns das versprochen hat, dass er sagte, ich muss weggehen, dass der Tröster kommen kann. Und der Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten. Liebe Menschen, studiert die Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.